gerade für mich als jemand, der hier in diese Gesellschaft zugewandert ist, lag die Motivation insbesondere darin, dass wenn wir hier von Zusammenleben reden, dass jeder in gewisser Weise davon betroffen ist und in der Pflicht sich fühlen sollte, einen entsprechenden Beitrag dazu zu leisten. Und mit dieser Intention bin ich in dieses Projekt eingestiegen. Das interessanteste Thema für mich war die Fragestellung zum Thema Sicherheit und Ordnung und verkehrslenkende Maßnahmen. Vor allen Dingen im Hinblick natürlich auf meine Expertise und meine Vertretung der Feuerwehr hier, dass wir Anfahrtswege für unsere eigenen Kräfte von zu Hause zum Gerätehaus und dann natürlich noch viel schwieriger mit den großen Fahrzeugen vom Gerätehaus in die Innenstadtbereiche, in die Wohnbereiche entsprechend freihalten können, entsprechende Angebote im Bereich Parkplatzmanagement machen können, dass eben nicht mehr im Halteverbot oder in Kreuzungsbereichen geparkt wird. Durch den Gewerbeverein. Ich bin langjähriges Mitglied im Gewerbevereinsvorstand und der erste Arbeitskreis, der ist ja schon vor etlichen Jahren passiert und von daher hat sich das angeboten, dass wir das auch weiterhin vom Gewerbeverein mit betreuen. Und dann habe ich mich auch gleich bereit erklärt, da wieder mitzuwirken. In unserem Arbeitskreis hat mich insbesondere das Thema interessiert, wie können wir aufeinander zugehen, wie können wir hier eine gemeinsame Grundlage schaffen, die für unser Zusammenleben, für ein gutes, friedliches Zusammenleben förderlich ist. Der Grund ist, dass wir immer wieder festgestellt haben in unseren Diskussionen und ich denke, das kann man auch in der Gesellschaft sich da und dort an diversen Stellen ansehen, dass es doch Gruppen bildet, dass sich Gruppen bilden, die nicht unbedingt jetzt für Gemeinsamkeiten sorgen, sondern eher für Parallelen. Und diese Entwicklung möchten wir entgegenwirken. Also das wichtigste Ziel ist für mich ist immer, dass man hier die Vereinskultur in der Stadt und auch die Veranstaltungskultur, die wir hier leben, weiter beibehält und auch pflegt. Und ich es auch wichtig finde, vielleicht noch die ein oder andere Veranstaltung oder eben noch einen Verein zu unterstützen und da noch was ins Leben zu rufen. Der Arbeitskreis war unglaublich gut organisiert und strukturiert. Gute Vorarbeit durch die Stadtverwaltung, die da sehr viele Handwerkszeuge an die Hand gegeben hat, dass man gut arbeiten konnte. Gleichzeitig waren aber auch alle Teilnehmer überdurchschnittlich hoch motiviert und sehr diszipliniert bei der Arbeit. Es gab fast überhaupt keine störenden Nebendiskussionen oder irgendwelche nicht zielführenden Diskussionen in den Arbeitskreisen. Es wurde sehr strukturiert und sehr diszipliniert gearbeitet. Das war wirklich überraschend hohes Niveau in der Arbeitskreissitzung. Es hat viel Spaß gemacht. Ja, Motivation war eigentlich dahin, weil wir eben auch dem Seniorenkreis angehören. Einmal durch die Arbeit als Seniorenbeirat und eben, dass wir uns vorgestellt haben, wenn wir hier mitarbeiten in dem Arbeitskreis, dass man dann auch gewisse Chance hat, das ein oder andere mit einzubringen, was uns wichtig erscheint und dass das dann auch irgendwann mal umgesetzt wird.